Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Mia Cornelio und arbeite als freiberufliche Autorin und Lektorin und entführe euch auf diesem Kanal in die Buchbranche und ja, erzähle euch über alles Mögliche, was damit zu tun hat. In dem heutigen Video möchte ich mit euch eins meiner Exposés genau unter die Lupe nehmen. Ich habe ja in meinem Format Lektorieren mit Meli schon diverse Texte mit euch unter die Lupe genommen und euch gezeigt, wie ich lektoriere und beim Texten vorgehe. Und was ja auch immer so eine beliebte Sache bei Autoren ist, ist das Exposé, also bei den Leuten, die sich halt bei Verlagen und Agenturen bewerben möchten. Und ich habe ja auch mal ein Video dazu gemacht, wie schreibt man ein Exposé. Und ja, aber es ist natürlich immer so ein bisschen abstrakt und deswegen möchte ich euch heute einfach mal eins meiner Exposés zeigen. Ich hätte euch gerne ein Exposé von einem Kunden gezeigt, aber da ist das Problem, dass ja, ihr dann ja quasi die gesamte Storyline von einem anderen Autor dann hört und das ist mir so ein bisschen zu heikel, nicht, dass dann im Nachhinein dann jemand irgendwie kopiert oder so, gerade bei noch nicht veröffentlichten Büchern. Und ja, beim Exposé ist das mein eigenes Risiko und das Buch ist eh schon veröffentlicht, von daher habe ich da auch keine Gefahr. Und genauer gesagt werden wir uns das Exposé von meinem letzten Buch als Milia Coniglio Dark Light ansehen. Das ist ein Dark Romance Buch. Das war auch zwischenzeitlich unter Vertrag. Das heißt, es war ein erfolgreiches Exposé, das von einem Verlag auch eingekauft wurde, sage ich jetzt mal. Wobei ich natürlich auch nicht perfekt bin, gerade bei meinen eigenen Sachen. Also diejenigen, die vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, Dark Light irgendwann zu lesen, schaut euch dieses Video nicht an oder erst danach, erst wenn ihr das Buch gelesen habt, weil es wird halt die gesamte Handlung in diesem Exposé gespoilert. Und ich würde sagen, wir fangen dann jetzt auch direkt an. So, dann haben wir hier mein Exposé heute mit Special Guest Frey, die ihr da in der Cam seht. Fangen wir mal direkt an. Also, hier in der Kopfzeile habe ich hier stehen Exposé Dark Light. Das würde ich euch auch empfehlen. Exposé und dann den Titel eures Manuskripts, damit man das immer direkt dann vor Augen hat auf jeder Seite. Und hier auch eine Seitenzahl, damit man weiß, okay, so und so viele Seiten hat das Manuskript, auf der und der Seite bin ich. Einfach so zur Übersicht für Agenturen und Kleidverlage. Generell sollte ein Exposé nicht mehr als 5 Normseiten umfassen. Es sei denn, es wird von der Agentur oder dem Kleinverlag explizit was anderes auf deren Webseite gesagt. Also, das ist einfach so die Faustregel, 5 Normseiten. Und dann müsst ihr halt gucken, dass ihr da alles halt unter einen Hut kriegt. Dann hier nochmal Dark Light Exposé. Dann fangen wir direkt an mit der Zuordnung des Genres. Es ist Romance, und das Subgenre sind Dark Romance in Erotik. Falls ihr euch bei den Genres unsicher seid, ich habe einige Videos zu dem Thema Genres gemacht. Bisher habe ich Fantasy, Romance und Science Fiction gemacht und ich habe nochmal ein gesondertes Thema über Young Adult und New Adult gemacht. Aber ja, einmal das allgemeine Genre, das ist dann halt Romance, Fantasy, Thriller, Sci-Fi und dann die Subgenres. Dann die Zielgruppe, Frauen zwischen 18 und 30 Jahren, das habe ich immer angegeben bei meinen Büchern, wobei meine Zielgruppe wahrscheinlich ein bisschen älter ist. Also ich habe auch Leser, die halt über 30 sind, von daher ist das mittlerweile so ein bisschen, ja, nicht mehr so accurate, würde ich sagen. Aber es geht halt einfach so, damit ja der Kleinverlag oder die Agentur weiß, okay, an welche Altersklasse richtet sich so das Buch. Also es ist halt so eine ungefähre Schätzung, ist auch nicht in Stein gemeißelt. Dann wird angegeben, ob es ein Einteiler oder eine Reihe ist. Bei mir war es ein Einzelband. Und noch eine ganz wichtige Sache vorab. Man kann ein Exposé auch schon abschicken an Agenturen oder Kleinverlage, wenn das Manuskript noch nicht fertig ist, also wenn sich das schon noch in Arbeit befindet. Ich habe das persönlich immer so gemacht, dass ich habe die Leseprobe geschrieben, ich habe das Exposé geschrieben und mich dann beworben und dann währenddessen weitergeschrieben. Einfach weil das man so extrem lange auf Rückmeldung warten muss. Also es kann von 3 Monate bis zu 6 Monaten bis zu einem Jahr dauern, bis man Rückmeldung bekommt. Oft bekommt man auch gar keine Rückmeldung zurück. Und einfach um Zeit zu sparen, habe ich das dann halt parallel laufen lassen. Und das ist auch kein Problem. Also viele denken ja, das ist irgendwie verboten oder so, aber das ist es nicht. Manche geben dann halt nur unter Vorbehalt eine Zusage, das hatte ich aber nicht. Also ich hatte dann immer trotzdem direkt Vollvertrag. Aber ja, wenn man halt das Buch noch nicht fertig geschrieben hat, dann muss man halt immer noch mit so Schätzungen umgehen. Also zum Beispiel hier der geplante Umfang
sind es bei mir ca. 300 Normseiten. Und auch ganz wichtig dann der Stand des Projektes in Arbeit, Release geplant für 2023. Das sind dann wichtige Infos, die der Kleinverlag oder die Agentur braucht. Dann das Setting, fiktive Stadt Moonhill in den USA 2019 und die Erzählform nicht vergessen, das war hier bei mir dritte Person Präteritum. Dann kommt es immer so ein bisschen darauf an, was auch die Agentur oder der Kleinverlag möchte. Hier schreibt man entweder eine kurze Zusammenfassung des Texts, des Plots, einen Klappentext oder einen Pitch. Ich habe mich immer so für den Klappentext entschieden, weil ich bin wirklich nicht gut zum Pitch schreiben, also es ist nicht so meine Stärke und ich musste das bisher auch noch nie schreiben. Und habe mich dann für den Klappentext entschieden. Das habe ich eigentlich immer gemacht bei meinen Büchern. Wobei das natürlich nur ein vorläufiger Klappentext ist, falls der Verlag oder die Agentur oder so da noch was ändern will. Und bei einem Publikumsverlag schreibt man eh nicht den Klappentext selbst, das übernimmt der Verlag. So, einfach mal der Klappentext, den ich auch so übernommen habe am Ende bei der Veröffentlichung. Also das Buch war unter Vertrag. Ich habe den Vertrag gelöst und dann im Self-Publishing rausgebracht und habe den Klappentext auch so beibehalten. Wenn sich Licht und Dunkelheit berühren. Entgegen seinem Namen herrscht in Lumens Herz nichts als Düsternis. Er kämpft jeden Tag mit seinen Dämonen und verschließt sich im Zuge dessen vor der Welt. Seine Arbeit als Sozialarbeiter ist sein einziger Lichtblick im Leben, bis er eines Tages auf Nox trifft. Die seltsame junge Frau weckt nicht nur Lumens Interesse, sondern auch seine dunklen Gelüste. Während er ihr auf den Zahn fühlt, entwickelt sie sich immer mehr zum Licht in seinem Leben. Doch auch Nox' Seele liegt in Scherben. Einer der Gründe dafür ist ihr Ex-Freund Tristan, der sie zurück will, und zwar um jeden Preis. Kann Lumen es schaffen, sie zu beschützen, notfalls auch vor sich selbst? Ich persönlich mag den Klappentext. Aus professioneller Sicht finde ich ihn auch gelungen, weil er spricht halt die Dark Romans Zielgruppe an. Er fasst kurz und knackig zusammen, worum es geht. Der Konflikt wird herausgestellt und am Ende so ein spannungsvolles Ende vom Klappentext. Also kann Lumen schaffen, sie zu beschützen, notfalls auch vor sich selbst. Das ist halt so dieses klassische Suspense-Ende, das ich auch in dem Klappentext-Video, das ich mal gemacht habe, erwähnt habe, wie man halt nur einen Klappentext schreibt, weil da muss halt irgendeine Frage sein, damit der Leser halt Bock hat auf das Buch. Und ich finde, das ist mir ganz gut gelungen. Aber das soll keine Selbstbeweihräucherung sein. Dann folgt eine Zusammenfassung der Hauptcharaktere oder der wichtigsten Person. Die kann länger und kürzer ausfallen. Man muss halt einfach so einen Überblick über die Charaktere bekommen. Aber eigentlich ist es schon so eine, es soll nicht zu lang sein, aber auch nicht zu kurz. Wird an erster Stelle dann Nox vorgestellt. Nox ist 27 Jahre alt und arbeitet seit 2 Jahren als freiberufliche Künstlerin. Sie fertigt überwiegend digitale Auftragsarbeiten im Bereich Horror und Grusel für ihre Kunden an. Ihre Arbeiten sind im Internet sehr bekannt. Ihr Gesicht zeigt Nox jedoch nie, da sie privat ein sehr scheuer Mensch ist. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist sie ohne Vater aufgewachsen und hegt seit ihrem Schulabschluss keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter. Zum anderen wurde sie in der Schule aufgrund ihrer verschrobenen Art gemobbt. Denn obwohl Nox ein herzensguter Mensch ist, kann sie auf Fremde aufgrund ihres Lächelns schnell gruselig wirken. Deswegen hat Nox nie gelernt, soziale Kontakte zu knüpfen und lebt deswegen sehr zurückgezogen. Ihr Freund Tristan ist der einzige Mensch in ihrem Leben, jedoch entwickelt er aufgrund seines exzessiven Graskonsums eine Psychose und tut Nox nicht mehr gut. Da sie es jedoch nicht besser weiß, versucht sie nicht, aus der toxischen Beziehung auszubrechen, bis Tristan ihr gegenüber handgreiflich wird. Also es ist so ein kleiner Rückblick in die Vergangenheit, kleine Beschreibung des Charakters und quasi bis zu diesem Moment, der alles verändert. Das mache ich immer so ganz gern und knüpfe dann im Handlungsabriss, also der Inhaltszusammenfassung knüpfe dann direkt daran an. Das ist so mein way to go. Aber das macht auch jeder ein bisschen anders. Also schaut einfach, wie es dann für euch sich gut anfühlt. Lumen ist 30 Jahre alt und arbeitet als Sozialarbeiter. Zurzeit betreut er die Treffen der anonymen Süchtigen, seine Beratungsstelle. Die soziale Arbeit erdet ihn und ist sein einziger Lichtblick, der er tagtäglich mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Als Sohn einer drogenabhängigen Prostituierten wurde er als Baby ins Waisenhaus abgegeben und kurz vor der Einschulung von einer Pflegefamilie aufgenommen. In dieser wurde er doch sowohl körperlich als auch seelisch misshandelt und trägt bis heute tiefe Narben davon mit sich. Aus Angst, andere Personen in seine persönliche Dunkelheit zu ziehen, lässt er niemanden an sich heran, bis Nox bei einem der anonymen Treffen aufkreuzt. So, und dann kommt auch schon die inhaltliche Zusammenfassung. Hier ist wichtig, es soll keinen Cliffhanger geben in der Inhaltsangabe. Also die Inhaltsangabe soll alle Eckpunkte der Story umfassen, auch das Ende, aber es soll nicht zu ausführlich sein. Also es soll wirklich sich auf das Gröbste beschränkt werden, so die Eckpunkte, keine langlosen Beschreibungen zwischendrin, kein Geplänkel zwischen den Charakteren oder so. Also wirklich
on point. Ein Handlungsabriss soll auch nicht mehr als 3 Seiten haben. Also 1 bis 3 Seiten ist so die Faustregel für eine inhaltliche Zusammenfassung. Und bevor ich darauf eingehe, für Agenturen würde man hier jetzt noch schreiben, vergleichbare Bücher. Also man würde dann zwischen 1 und 3 Bücher sich raussuchen und die dann als Vergleichstitel nehmen zu seinem eigenen Buch, damit die, ja, die Agenturen das besser einordnen können, auch so für die Vermarktung bei den Verlagen und so. Ich habe das nicht gemacht, weil ich mich nicht bei Agenturen beworben habe und weil ich auch echt extrem schlecht bin, Vergleichstitel zu finden. Aber das würde hier noch am Ende kommen. Ich habe übrigens 3 Seiten Inhaltsangabe. Und der Autorenbeta. Also es gibt Agenturen und Kleinverlage, die das im Exposé haben wollen oder getrennt. Also dann eine kurze Autorenbeta, eine kurze Beschreibung über dich als Autor. Foto, Liste der bisherigen Veröffentlichungen, falls vorhanden, und Social Media Links. Und bei denen, also es wird eigentlich immer auf der Website gesagt, ob ihr das im Exposé wollen oder getrennt. Und bei mir wollten die das getrennt und so konnte ich dann halt Zeiten sparen. Sonst hätte ich die Inhaltsangabe wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer fassen müssen, sonst hätte das alles nicht reingepasst. So, dann fangen wir mal bei der Inhaltsangabe an. Was man hier noch dazu sagen muss, also ich habe das ja geschrieben, bevor das Buch fertig war und ich habe im Nachhinein ein paar Kleinigkeiten geändert und hinzugefügt, aber das ist nicht schlimm. Also es ist nicht schlimm, wenn sich an der Inhaltsangabe Sachen verändern im Nachhinein, weil selbst wenn man das Buch fertig geschrieben hat und sich dann erst bewirbt, kann es ja sein, dass es im Lektorat nochmal umgeworfen wird. Von daher ist das so, also ich meine, okay, das soll jetzt keine komplett andere Story sein, ja, aber so, wenn Kleinigkeiten verändert werden, dann ist das nicht so schlimm. So, als die krankhafte Eifersucht ihres Freundes Tristan überhand nimmt und ihr eine Ohrfeige verpasst, weiß Nox, dass es so nicht weitergehen kann. Tristan braucht Hilfe, da er süchtig nach Cannabis ist, woher auch sein paranoides und psychotisches Verhalten herrührt, doch das will er nicht einsehen. Ich möchte übrigens an dieser Stelle erwähnen, ich bin nicht anti-Cannabis. Ich finde es gut, dass das in Deutschland legalisiert werden soll. Also das soll jetzt keine Anti-Haltung gegen Cannabis sein, nur weil Tristan hier ja eine Psychose wegen Cannabis entwickelt, also nur an dieser Stelle. Gleichzeitig will sich Nox nicht von ihm trennen, da er alles ist, was sie noch hat. So beschließt sie, seine Heilung selbst in die Hand zu nehmen und begibt sich inkognito zu einem Treffen der anonymen Süchtigen, wo sie auf den Sozialarbeiter Lumen trifft, der die Gruppe leitet. Dieser durchschaut sie jedoch sofort und stellt sie nach dem Meeting zur Rede. Ich weiß nicht, warum ich hier Meeting gesagt habe, das ist eine total dumme Formulierung. Sie erzählt ihnen, dass sie gar kein Drogenproblem hat, aber ihr Freund. Lumen ist ehrlich betroffen, teilt ihr doch mit, dass sich Tristan Hilfe suchen soll, wenn er sie braucht, und dass sie da nicht viel ausrichten kann. Nox sieht ein, dass Lumen recht hat und begräbt deswegen ihren Plan, in der Hoffnung, dass Tristan selbst zur Besinnung kommen wird. Eine Woche später sind Tristan und Nox in der Stadt unterwegs. Die Geschehnisse haben sich seit der Ohrfeige etwas beruhigt, jedoch ist es nur die Ruhe vor dem Sturm. Denn als Nox in der Stadt auf Lumen trifft, funkt es zwischen den beiden wieder so wie bei ihrem ersten Treffen. Mit dem Unterschied, dass Tristan diesmal davon mitbekommt. Seine Eifersucht wird sofort entfacht und er will auf Lumen losgehen, doch Nox geht dazwischen und schafft es, ihren Freund zu beruhigen. Sie bringt ihn nach Hause, wo ihr gegenüber wieder handgreiflich wird, stärker diesmal. Anschließend entschuldigt er sich erneut bei ihr, doch Nox merkt immer mehr, dass es so nicht weitergehen kann. Am nächsten Tag geht sie deswegen in Lumens offene Sprechstunde, um mit ihm unter einem Vorwand allein reden zu können. Der hat bereits gemerkt, dass etwas nicht stimmt und lädt Nox, die starr vor Angst in seinem Büro steht und kein Wort herausbringt, zu einem Kaffee ein. In dem Café angekommen, taut Nox etwas auf und erzählt ihm, was los ist. Jedoch nicht die ganze Wahrheit, sondern nur, dass Tristan aufgrund seines exzessiven Graskonsums in letzter Zeit sehr aggressiv ist und sie Angst vor ihm hat. Damit weckt sie sofort Lumens Beschützerinstinkt. Er macht ihr deutlich, dass sich ihre Beziehung alles andere als gesund anhört und ihr eine Auszeit eventuell gut täte, damit sie herausfindet, wie es weitergehen soll. Im Zuge dessen bietet er ihr an, vorübergehend bei ihm in seinem Gästezimmer zu schlafen, da er sich ernsthafte Sorgen um sie macht. Nox schmeichelt das Angebot, jedoch traut sie sich nicht, es anzunehmen und lehnt deswegen ab. Zurück zu Hause angekommen, eskaliert die Situation mit Tristan jedoch wieder, sodass bei ihr eine Sicherung durchbrennt. Sie macht Schluss mit ihm und packt ihre Sachen. Wenig später steht sie bei Lumen vor der Tür, der sie bereitwillig aufnimmt. Ich habe es übrigens absichtlich so vage gehalten, weil ich gar nicht wusste, was da passieren wird und ich wollte auch keine falschen Versprechungen machen. Die folgenden Ereignisse spielen sich innerhalb von ein paar Wochen ab. Nox wohnt bei Lumen und sie lernen sich besser kennen. Sie erfahren von dem Mund des anderen und verlieben sich schließlich ineinander. Also so halt eine Zusammenfassung. Das soll jetzt nicht wunderschön formuliert sein. Das soll einen nicht, ja, das ist halt nicht das Buch selber, sondern es ist halt einfach eine Zusammenfassung und man muss einfach einen Überblick bekommen.
Es gibt ein paar heiße Szenen zwischen ihnen und unter anderem bringt Nox ihm die Kunst des Shibari bei und sie werden ein Paar. Ihr Glück wird jedoch von Tristan gestört, da er das Ende von seiner Beziehung mit Nox nicht so einfach hinnehmen will. Er beginnt damit, dass er auf Instagram Nox Künstleridentität auflegen lässt und somit ihr Gesicht im Internet offenbart. Für die introvertierte Nox ist das ein absoluter Albtraum, denn nun wird sie auf der Straße erkannt. Letztendlich ist das jedoch gar nicht so schlimm, wie sie befürchtet hat, im Gegenteil. Die Begegnungen mit ihren Fans sind ausschließlich positiv, was Nox Selbstbewusstsein stärkt und zu ihrer Entwicklung beiträgt. Tippfehler. Wollte übrigens noch erwähnen, in die Fußzeile kommt halt die Kontaktdaten, also Melina Cornelio, meine Adresse, meine Handynummer, meine E-Mail-Adresse. Das habe ich hier einfach jetzt rausgenommen gehabt. Da Tristans erster Versuch, Nox Leben zu zerstören, fehlgeschlagen ist, beginnt er sie zu stalken. So findet er heraus, dass sie bei Lumen wohnt, was ihn vollkommen ausrasten lässt. Als Lumen bei einem der anonymen Treffen ist, sucht Tristan Nox in ihrem neuen Zuhause auf. Sie öffnet ihm naiverweise, doch als sie ihm die Tür vor der Nase zuschlagen will, verschafft er sich gewaltsam Zugang. Er greift sie an, aber Nox schafft es, den Notfallknopf zu betätigen, den Lumen ihr als Sicherheitsvorkehrung besorgt hat, nachdem sie ihm von Tristans Gewaltbereitschaft erzählt hat. Dieser wird auf der Arbeit alarmiert und muss das Treffen absagen. Als er seinen Patienten schildert, was los ist, entscheiden sich diese kurzerhand, ihm zu helfen. Zusammen machen sie sich auf den Weg zu ihm nach Hause, wo Tristan versucht, Nox zu vergewaltigen. Sie kommen jedoch noch rechtzeitig und retten Nox. Lumen will Nox zusammenschlagen, doch Nox hindert ihn daran. Das ist so nicht passiert, aber so in etwa. Sie möchte nicht, dass Lumen rechtliche Konsequenzen bekommt und zeigt Tristan lieber an. Das hat sie wirklich gemacht. Dieser wird daraufhin verhaftet und Lumen und Nox bekommen ihr Happy End. Ja, das war's. So, ich hoffe euch. Ja! So, ich hoffe euch hat dieses Video gefallen, dass ihr ein bisschen was ja aus meiner eigenen Exposé-Analyse für euch mitnehmen konntet. Übrigens, wenn ihr Hilfe bei eurem Exposé braucht, ich biete auch immer im Rahmen meines Lektoratsservices Exposé-Gutachten an. Also, wenn ihr da irgendwie Hilfe braucht, schreibt mich gerne an, entweder per E-Mail oder auf Instagram. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen, Kommentare, Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Hinterlasst ein Like, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüssi!